Jo Leute, willkommen hier zur ersten Folge von Rocket League und ich spiele hier heute den 2 gegen 2 Ranked Modus, bin da gerade momentan Gold 1 Liga 2 und versuche hier natürlich zu gewinnen. Ich spiele Rocket League eigentlich relativ oft, manchmal habe ich auch noch eine längere Pause, weil ich finde das Spiel eigentlich nice zwischendurch, mal das Spiel macht richtig Bock oder mit Freunden. 3 gegen 3 zum Beispiel oder so. Das ist einfach richtig lustig. Ach, das war schlecht und das kann gefährlich enden. Ja, das war ganz schlecht gemacht, muss ich sagen. Das war ziemlich kacke. Aber gut, egal. Erst 28 Sekunden vorbei, also von daher das kann man alles noch schaffen. Und dann frage ich mich, ich bin ja blau. Ha, das wäre jetzt kritisch. Kriegt er den? Ja. Den hat er. Ich habe aber lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. So, jetzt den Ball erstmal nach vorne. Schade. Jetzt wäre ich komplett weggekickt. Dann klärt er den richtig gut. Also die Gegner, muss man sagen, sind auch nicht schlecht. Den hat er. Ist ja gut. Oh, und dann mache ich hier wieder so eine Kacke. Aber manchmal bin ich echt raus. Ich muss manchmal erstmal reinkommen. Das ist mein erstes Rocket League Spiel seit mehreren Tagen. Und ich finde, bei Rocket League ist es vor allem so, dass wenn du da nicht konstant spielst oder richtig schnell rauskommst und dann, boah, oh mein Gott. War das gerade close? Ich dachte einfach, ich mache den rein ins eigene Tor. Aber oh mein Gott. Lucky. Muss ich an der Stelle echt mal sagen. Oh. Na, ganz schlecht. Und dann wäre ich wieder komplett weggekickt. Mal vorbei auf die Seite, den hat er. Und den habe er nicht, aber den hat er. Mein Mitspieler Sigi Robo oder wie der auch immer heißt. Bisschen zu weit, da stand ich jetzt nicht in der Mitte. Nein! Nur den Typ zerstört. Geht der? Schade. Komm, das kann nicht wahr sein. Dann hält der den. Hälfte Spiels vorbei. Unglaublich. Hält der Typ den? Okay, dann nimmt er den. Erstmal. Ball kommt. Ah, Mann. Den konnte ich ja leider nicht abwehren. Bald wird auch ein Let's Play von Crash Team Racing kommen. Dem neuen, ja, Rennspiel, in dem Sinne Mario Kart mit Crash Bandicoot halt, mit dem Universum. Und, das sah bisher ziemlich nice aus, also das Gameplay, was ich gesehen habe, Let's Plays, das ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Das ist unglaublich schon wieder. Für Glück kann man da einfach nicht haben. Ganzer Typ, oder auch nicht. Ah, wenigstens mal von der Mitte weg. Ah, so schlecht schon wieder. So schlecht, dass ich den Ball da nicht berühre. Aber wenigstens den Typen hier auf Seite gekickt. Boah. Das ist ja echt ein Spiel, das ist richtig Krampf. Also irgendwie Gegner. Bisschen unglücklich wie aber auch. Schaffen das vorne nicht und dann sowas. Und dann so ein Tor zu kassieren, finde ich halt echt scheiße, wenn man die ganze Zeit bei denen vorne ist. Da muss ich echt sagen, ein bisschen lächerlich. Diamond hier mit dem Tor und boah, es war heute so unnormal heiß. Das war unglaublich. Also, es war so unangenehm. Drin zumindest. Also in der Schule, es war so unangenehm. Draußen war es in Ordnung. Also, außer heute Nachmittag, da fand ich es richtig schlimm. Also nicht richtig schlimm, aber da fand ich es wieder richtig warm. So ein
bisschen zu warm. Boah, kritisch. Aber der Typ klärt ihn erstmal. Boah, wieder so schlecht von mir, muss ich sagen. Es ist echt unglaublich, wie schlecht ich gerade bin. Jetzt mal vielleicht noch die Chance, wenn ich jetzt ein Tor zu ziehen. Dann macht der Typ den auch nicht. Das ist unglaublich. Und dann halten die den schon wieder. Es ist unglaublich, so das Spiel hier zu verlieren. Also da muss ich auch sagen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unverdient. Aber gut, kann man nichts machen. Ist halt Niederlage, ist Niederlage, muss man auch mit klarkommen. Und wieder 11 Kassetten. Und dann bin ich jetzt zum Glück noch in Gold 1, Liga 2. Ich war nochmal eigentlich immer da ein Sieg in Gold. Das ist echt unglaublich. Da gewinne ich echt. Habe ich die letzten 3 Spiele oder 4 Spiele verloren, die ich gespielt habe. Egal ob 3 gegen 3 oder 2 gegen 2. Das ist echt. Also jetzt will ich endlich mal meinen nächsten Sieg schaffen. Ich hoffe, ihr findet jetzt mal endlich hier ein Spiel. Ich habe auch einige Ideen, was ich noch für Videos bringen soll. Und momentan bin ich richtig motiviert, habe auch richtig Bock auch. Aber jetzt ist da wieder ein Spieler nicht verbunden gewesen. Das dauert wieder länger. Aber ich will auch nicht alles auf einmal bringen. Ich will mir dafür lieber Zeit nehmen und das gut machen, damit es auch qualitativ gut ist. So ein Video wie jetzt das Rocket League Video geht relativ schnell geschnitten. Da stelle ich einfach weg, mittendrin ein bisschen das Zusammenschneiden, wenn überhaupt. Aber ich werde die Videos auch nutzen, um einfach so ein bisschen zu erzählen, weil hier finde ich Rocket League ist ein bisschen entspannter oder so. Oder auch Crash Team Racing oder so. Die Union-Karriere, da werde ich halt nicht da mittendrin auf einmal anfangen, darüber zu erzählen, was ich vorhabe oder so. Dafür nutze ich dann lieber so welche Videos. Und zumindest eins noch kann ich schon verraten, es wird eine Art Podcast geben. Erstmal Spiel abgebrochen. Das ist natürlich richtig nice. Noch länger warten. Es wird eine Art Podcast geben, die soll voraussichtlich, soll ja immer sonntags kommen, zumindest mein Plan, so am Ende der Woche, aber ich kann es auch nicht versprechen, vielleicht kommt er auch manchmal, vielleicht kommt er auch eher samstags, das habe ich ja überlegt, da habe ich zu wenig Zeit, weniger Zeit dafür, aber ich glaube, wenn ich dann der Upload mal verzögert, dass der dann doch erst um 21 Uhr hochgeladen wird, dann finde ich das halt einfach einfacher, also finde ich, ist es weniger schlimm, wenn Samstagabend ist, weil Sonntag ist ja halt noch frei für jeden. Also wenn es Sonntag um 21 Uhr ist, weil, keine Ahnung, vielleicht hat keiner, dann schaut sich das niemand mehr wirklich an, weil er keine Zeit mehr hat. Und da werde ich halt immer über irgendwelche Themen reden, wo ich gerade Lust habe. Das wird sich jede Woche ändern. Das kann über Games sein, über, keine Ahnung, verschiedene Sachen. Über Fußball, über was auch immer. Andere Kanäle oder irgendwelche anderen Leute, das ist halt wirklich relativ unterschiedlich. Da gucke ich immer, worauf ich Lust habe und da ist die Vorlage. Und Darklow 2.0 macht ja das 1:0. 2.0 macht ja das 1:0 nach 20 Sekunden. Der Schnellchat-Champion. Und dazu könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf so einen Podcast habt. Vielleicht, ich werde auf jeden Fall, also es wird nicht nur ein Podcast sein, sondern eher, ja doch, nicht nur, auch mit Video-Elementen, dass da halt zum Beispiel mal Szenen aus dem Spiel zum Beispiel kommen oder so Bilder oder was auch immer. Nur, da muss ich halt schauen, weil manche Spiele, über die ich rede, habe ich halt nicht mal, oder wenn ich über irgendein Fußballspiel rede, da kann ich halt schlecht Bilder aus der Bundesliga nehmen, denn Urheberrecht und Lizenzvergabe machen einem da einen Strich durch die Rechnung, was aber ja auch, also Urheberrecht ist ja nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Artikel 13 hingegen ist eine Scheißlösung, wenn ich das nur sagen darf, aber über sowas rede ich dann zum Beispiel in dem Podcast. Auch mal politische Themen oder was auch immer, wenn einfach irgendwas mich angeht oder ich Lust auf irgendwas habe zu reden, mich über irgendwas aufregen will, auch. Dann passt das da rein und dann steht hier 1:1. Das ist unglaublich. So unglücklich. Da haben wir es aber nicht geschafft, den Ball rauszuklären. Ich habe den auch nicht perfekt da bekommen. Da habe ich den eher vorgelegt. Den hätte ich vielleicht durchgehen lassen sollen. Aber in der Situation habe ich das nicht gedacht, dass ich den
Ja, dass er dann vorbeigeht, habe ich nur gesehen. Ah, okay. Der Gegner macht ein Tor. Mein Mitspieler macht ein Tor. Das sehe ich da gerade nur. Ich bin hinten, noch ein Tor, chill so ein bisschen, weil ich dachte, da schießt eigentlich immer drauf. Das sah für mich aus, als würde er gleich drauf schießen. Auf einmal, zack, macht er da ein Tor. Ich habe im Fall echt, um nochmal auf den Grundteam zu kommen, einige Ideen. Ich war jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob der fährt. Ja, gut, war richtig gefahren bin. Ich habe einige Ideen. Manche dauern halt auch einfach länger. Nein, das ist unglaublich. Da hätte ich früher springen sollen. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe diese Folge noch kein Tor geschossen. Das geht echt gar nicht klar, muss ich sagen. Also, das gerade. Das hier Spiel ist richtig schlecht. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Jetzt kommt er wohl mal in die Mitte. Und er macht ihn. Nice. Nächste Vorlage. So, jetzt kann ich nochmal reden. Also, ich habe einige coole Ideen. Einige Sachen, die halt einmalige Videos sind oder Videos, die eher seltener kommen. Aber dieser Podcast zum Beispiel soll dann jede Woche Samstag kommen oder zumindest in Planung. Vielleicht setze ich dann halt auch mal eine Woche aus, wenn ich dann nicht so viel Zeit habe oder was auch immer im Urlaub bin oder halt sowas. Dann wird der vielleicht ausgesetzt, aber da kann ich jetzt noch nicht zu sagen, weil ich weiß ja jetzt noch nicht, was passiert. Ah, nicht gut. Den habe ich noch gerettet. Da, es war knapp, muss ich sagen. Und der ist drin. Also wenn den noch jemand rettet, ja, wollte schon sagen. 4-1, also das sind dann doch die easy Gegner. Und ich werde halt gucken, ich habe auch noch die Idee, andere Spiele zu Let's Playen. Bleib jetzt aber erstmal bei der Union-Karriere. Und dann Crash Team Racing, weil die Union-Karriere frisst halt schon mehr Zeit, die Aufnahme. Und dann das Schneiden, vor allem in Folgen wie jetzt der letzten, wo ich Gameplay drin hatte. Das dauert halt länger, weil dann muss ich mir das als, dann muss ich ja gucken, so was nehme ich mit rein, Länge des Videos achten. Und das dauert dann halt schon ein bisschen länger. Und der Typ, mein Mitspieler, ist echt richtig gut. Also, muss ich sagen, Respekt. Der ist schon echt richtig stark. Der hat richtig gut reingemacht. Also, da ist halt so ein Rocket League-Video ist nicht schwer zu schneiden. Das kann ich auch mal an einem Tag rausbringen, wo ich halt nicht so viel Zeit habe. Setze ich mich hin, eine halbe Stunde. Habe ich die Aufnahme und den groben Schnitt und den Feinschliff oder so. Dann danach, also da. Das ist unglaublich. Dann treffe ich den noch, aber ich rette ihn nicht. Ich habe schon gesehen, als er nicht Parade stand. Da wusste ich schon, der geht rein. Weil normalerweise steht da immer Parade, wenn der nicht reingeht. Habe ich schon gemerkt. Aber das sollte ein easy win werden. Sage ich jetzt einfach mal so. 1 Minute 33. Das ist unglaublich. Schon wieder. So behindert dieses Tor. Ich sollte einfach jetzt schlägt Karma zurück, muss ich sagen. Unglaublich. Und jetzt haben wir Verbindung wieder kritisch. Ja, das ist wirklich kritisch. Aber muss ich sagen, der Schuss war auch ziemlich gut vom Gegner, aber keine Entschuldigung dafür. Den hätte ich haben müssen. Aber auch wieder so unglücklich, so ein Millimeter, dann konzentriere ich mich da wieder kurz nicht und dann so ein Schrott. Und Dankeschön, ey. Ist ja nicht nur so kacke gemacht wie ich. Ich dachte, er schafft ihn noch aufs Tor zu bringen, aber mein Typ ist ja einfach. Och, und dann kickt der, fährt der genau gegen mich. Das ist. Das muss man auch erstmal schaffen, ey. Aber ich bin ja auch gegen ihn gefahren, also. So. Ball in die Mitte. Und dann klärt er den. Ey, das ist gerade wirklich.
noch bekommen. Ich glaube, der wäre sowieso nicht gegangen, aber Safety first. Jetzt ruckelt es hier ein bisschen. Und jetzt ist er vorbei an mir. Aber mein Mate macht das gut. Okay, der geht so rein. Na, schade. Habe ich nicht mehr. Und da ist das Spiel vorbei. Und damit hole ich hier den Sieg und stehe dann jetzt da unten. Einmal 10 Kassetten, das ist nice. Vielleicht kann ich noch eine komische hier öffnen. Und damit kriege ich jetzt Goldbelohnung am Ende. Jetzt müsste ich Platin sein, um da aufzusteigen. Aber so gut bin ich dann doch nicht. Also Gold ist schon für mich. Ich war letztes Mal, habe ich nicht viel gespielt. Ich wollte noch gucken. Ist immer noch, ja, Blockbuster sind. 2 goldene Eier kann ich mir noch holen. Die kann man im Graz öffnen, dann kommen zufällige Sachen. Die Reifen, weiß ich nicht, ET-Reifen. Okay, die sehen schon cool aus, muss ich sagen. Ektoplasma, nee. Octane, Cobra Kai, auch nicht. Miyagi, du auch nicht. Ich habe mir von das Hoverboard aus Back to the Future geholt. Mit einer der meiner Lieblingsfilme rein. Aber gut, dann würde ich auch sagen, war es das mit dieser Folge von Rocket League. Und das wird wahrscheinlich nicht die letzte bleiben. Rocket League wird immer so zwischendurch mehr kommen, wenn ich solche keine Karrierefolge mehr bringe. Aber auch solche kein Crash Team Racing oder irgendwas anderes, dann werde ich wahrscheinlich halt Rocket League bringen. Und dann würde ich sagen, was ist auch mit dieser Episode. Bis dann. Ciao.